In Slowenien dauern die Waldbrände im Gebiet Karst weiter an. Wegen der Bedrohung durch die Flammen mussten erneut 3 Dörfer evakuiert werden. Die Brände wüten den 6. Tag in Folge. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen zu Lande und aus der Luft gegen die Flammen. Ein Problem bei der Brandbekämpfung sind Blindgänge aus dem Ersten Weltkrieg. Ein anderer großer Brand bedroht ein Waldgebiet im Westen des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros. Die Flammen toben am Rande des Dadiya-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Waldbrände in der Gironde in Frankreich haben mehr als 20.000 Hektar Vegetation vernichtet. Der Wiederaufbau wird Zeit und Geld kosten. Präsident Emmanuel Macron hat ein Projekt zur Wiederaufforstung angekündigt. Auch in Spanien begutachtet man die Schäden der Brände. BewohnerInnen der betroffenen Regionen denken daran, diese aus Angst vor dem Klimawandel und einer Zunahme der Infernos zu verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen erwärmt sich die Mittelmeerregion 20% schneller als der globale Durchschnitt.